Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzer Corps Der Andere Weg. Szenario Sizilien, Runde 4 von 38, also wir sind noch ganz am Anfang. Und wir sind weiterhin bemüht, irgendwie mit unseren Landungstruppen Fuß zu fassen. Hier befinden wir uns im Nordzipfel der Insel, bei der Stadt Messina. Und haben hier schon einige Truppen an den Küsten in Stellung gebracht. Zumindest die Schiffe sind bis zur Küste gefahren, aber nur zwei kleine Verbände haben wirklich Fuß fassen können. Der Rest wurde zerstört, zum Beispiel hier oben eine Einheit komplett vernichtet beim Landungsversuch. Hier drüben haben wir die Landungsversuche eigentlich schon aufgegeben. Wir haben unsere Truppen wieder abgezogen, ein paar Mal nach Norden geschickt. Weitere Verbände sind wir gerade dabei, nach Süden zu schicken und dann irgendwo hier landen zu können, bei Modica oder den Stränden südlich von Modica. Alles, was in einem Mittelabschnitt ist, also bei Catania und bei, das müsste Syrakus sein, genau, hier dazwischen ist alles sehr stark vermint. Es sind jede Menge Fahrzeuge des Feindes da, jede Menge Infanteristen des Feindes da. Und wir kommen nicht so richtig, ja, wir können nicht so richtig Fuß fassen. Hier haben wir versucht, Truppen zu landen. Ja, wir hatten 6 Verbände, 3-mal Fallschirmjäger, 3-mal Gebirgsjäger. Einer wurde uns in der Luft abgeschossen, blieben noch 5. Die 5 haben wir abgeworfen. Davon wurde hier drüben ein Infanterieverband, also Fallschirmjäger, zerstört durch diesen Panzer. Und eine Artillerie, die wir abgeworfen haben für die Gebirgsjäger, wurde ebenfalls zerstört von diesem Panzer. Nun ja, da kann man einfach nichts machen. Die haben sich relativ clever angestellt. Man sieht, dass hier so eine Art Linie gebildet haben, also einen mobilen Schutzschirm vor der Stadt Catania, womit wir dann einfach auch mit den Truppen nicht Richtung Stadt weiterdrücken können, sondern sie erstmal versuchen müssen, im Gebirge einzuigeln und dort zu behaupten. Ob es klappt. Ja, gut, weiter im Spiel. Die feindlichen Flugzeugverbände müssen runter. Wir haben jetzt noch einen in Sicht, und zwar ist das die Falco hier oben. Die ist relativ schwach. Also das sollte doch machbar sein, die abzuschießen. Wir müssen uns sowieso bewegen. Ja, sonst schmieren uns die Flugzeuge ab. Also Miranda. Miranda. Ja, 5. Kriegt man bestimmt abgeschossen. Oh, ein Punkt fehlt noch. Ein Punkt. Mit was können wir das machen? Ah, genau. Da können wir doch einfach unseren Doppeldecker benutzen, der sich rächt für die Verluste von eben. Und dann einfach nur ein kleines Stück hier hochfliegen. Und dann kann er tanken. Und nächste Runde steht er uns wieder zur Verfügung. Wunderbar. Das hat also funktioniert. Weitere Flugzeuge, wie gesagt, sehe ich momentan nicht vom Feind. Aber sind bestimmt etliche noch unterwegs. Dann möchten wir natürlich die beiden Verbände ausschalten, damit wir hier auch Platz haben zum Landen. Wie kriegt man das am besten hin? Na, ich würde mal sagen, wir benutzen unsere Artillerie. Und zwar, wir fahren mal auf die Infanterieverband. Kann nie schlecht sein, irgendwann müssen wir die Stadt hier auch einnehmen. Dann ziehen wir hier hoch, fahren auf seinen Bunker, nehmen ihm die Deckung weg. Jetzt müssen wir mit unseren Schiffen mal gucken. Und auch die anderen Schiffe würde ich gerne benutzen hier zum Zuschlagen. Jawohl. Sehr gut. So. Ergibt sich. Das war das Ziel. Hat wunderbar funktioniert. Den Panzer hier vor. Ergibt sich. Genauso sollte das sein. Und dann können wir hier ein paar Verbände von uns anlanden lassen. Hier haben wir eine Panzereinheit. Panzer 4E. Das ist natürlich blöd, wenn der vor der Pack landet. Hier haben wir eine Luftabwehr. Auch nicht gerade ideal. Kann mich als Artillerie landen lassen, wenn ich möchte. Hier haben wir einen Grenadierverband. Das ist gut. Und hier haben wir einen Aufklärer. Den Grenadierverband nach dort. Die Flakabteilung im Artilleriemodus, wenn möglich. Sonst einfach hier. Den Switch mal, der braucht man da nicht. Wir landen hier lieber noch ein bisschen Infanterie. Das ist Infanterieregiment. Wir ziehen mal die Infanterieeinheiten hier ran. Gradschützen können wir auch hier ranziehen. Das ist ein Aufklärer, können wir auch ranziehen. Es gibt uns die Gelegenheit, hier drüben das Minenfeld zu räumen und dann noch mehr Aufstellungsfelder zur Verfügung zu haben für Truppen.
Ja, so in etwa. Wir haben so gleich so eine Art kleinen Mini-Mini-Brückenkopf gebildet. Auch hier werden wir natürlich Minenfelder räumen. Davon gibt es bestimmt noch etliche auf dem Weg. So. Wie können wir hier weiter vorgehen? Bewegen unser U-Boot hier durch die Sperren hindurch. Scheint hier nämlich frei zu sein. Und wir bewegen Infanterieverbände hier heran, damit wir landen können. Wir können uns dann fast aussuchen, mit welchem Infanterieverband wir landen. Wir brauchen nur einen. Den zweiten möchte ich gerne da oben auf die Insel schicken. Auch klar. Und der Zerstörer macht nur so ein bisschen. Georg Thiele, der macht nur so ein bisschen Abschirmungsarbeit. Hier unten auf die Artillerie. Was wollen wir noch alles zerstören? Wir wollen jetzt vielleicht da hinten noch Truppen landen. Wir haben hier nochmal eine Panzerjäger. Moment, ich möchte mal gucken, was es ist. Oh, das ist die 88. Das ist natürlich eigentlich super. Sturmeinheit. Pioniere. Die Pioniere hier rüber. Und das Ding darunter. Und das Ding auch dahin. Dahin. Unsere Schiffe kann man eigentlich auch schon hier ein bisschen abziehen. So. Jetzt haben wir sogar noch die freie Wahl, was wir mit unseren großen Schiffen anfangen. Mit der Dresden und mit der Prinz Eugen. Können wir zum Beispiel hier die Artillerieeinheit mal einen mitgeben. Dann können wir diesen Bunker schon mal ein bisschen ankratzen. Da machen sich dann auch strategische Bomber gut bei den Dingern, weil die halt das Feuer unterdrücken. Setzen wir auf unseren taktischen Bomber. Hier nutzen wir wieder einen strategischen Bomber. Hier nutzen wir schon wieder einen strategischen Bomber. So. Andere Einheiten werde ich jetzt schon mal zum Auftanken schicken. Boah, zwei verloren, ehrlich jetzt bei einem Panzer. Ah, das ist dann wieder so bitter, wo man sich denkt, Mann, 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 euer Ernst? Den nutze ich hier oben. Ich nehme nicht schon wieder meinen Bomber einbüßen. Den nutze ich hier drüben. Und ihn lasse ich mal auftanken. Genau. Jetzt haben wir das schön verteilt. Mit meiner Infanterieeinheit kann ich immer noch nicht rübergehen. Ihr seht selber, die würde einfach gar nichts erreichen. Könnt aber belegen, ob man die Flak in den Packmodus setzt, vorne hinstellt und dann zum Beispiel diese Bunker angreift damit. Dafür ist das Ding ja eigentlich gebaut worden. Muss mal gucken, wie wir hier durchkommen. Brauchen also ständig Minenräumboote. Ohne die haben wir überhaupt gar keine Chance. Sturmpioniere. Solange ich hier nicht Platz schaffen kann, ist das alles. Wir kommen einfach nicht voran. Wir haben keinen Platz, wir haben keine Fläche. Na egal. Wir greifen jetzt mal noch so einen Elite-Panzer an. Warum machen wir das? Weil der schon geschwächt wurde durch unser. Nein, nein, halt zurück, zurück. Den nach dort, den nach dort. Durch unser Flugzeug. Und ich halt hoffe, dass wir ihm noch so eine mitgeben können, dass unsere Infanterie vielleicht ein Angriff gelingt auf ihn. Ja, 1 zu 2, 1 zu 2, 2 zu 5, 3 zu 5. Erstmal so. Zieht euch mal zurück, Jungs. Nein, noch nicht. Zerstöre ich erstmal die Truppe. Und die lasse ich hier im Gebirge. Die lasse ich hier im Gebirge stehen. Da müssten sie zumindest überleben können. Okay, wir bewegen uns mal weiter nach Süden. Wir haben ja zwei Angriffsgebiete oder zwei Bereiche, in denen wir aktiv werden wollen. Nächste.
Die bremsen uns wirklich, wirklich aus. Mal schön Minenräumboote mitnehmen, ansonsten habt ihr hier keine Chance. Das kleine zum Beispiel sollten wir auch mitnehmen. Ja, ist der große Vorteil, dass wir aus zwei Feldern Kernminen räumen können. Das ist eine coole Fähigkeit, wie auch immer die das machen. Sie können es einfach. Und jetzt scout mal wieder weiter mit unseren Minenfeldern am Land. Ja, da geht's schon wieder los. Auch die müssen wir dann natürlich räumen, logischerweise. Dann aber auch wirklich mal schnell unsere Truppen anlanden können, irgendwie. Es wird jetzt wirklich Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was ins Spiel bringen. Ich meine, uns läuft ja auch ein bisschen Zeit weg. Also es klingt jetzt erstmal gut, klar, Runde 4 von 38. Aber wenn ich mir die Größe angucke, wenn ich sehe, was ich hier alles schaffen soll, und wenn ich weiß, was hier an Sonderaufgaben auf mich lauert, halt zurück. Das Ding hat 3 Felder Reichweite, da muss ich ja nicht unbedingt auf unsere Landungsschiffe schießen können. Dann finde ich die Zeit gar nicht so viel. So gar nicht so großzügig, wie man denken könnte. Jägerregiment, hier oben sind nicht genug Verbände. Kommt weg. Wir haben 4, 5 Einheiten von uns, plus das, was hier alles noch anlandet. Das ist hier jetzt ein Aufklärer. Die haben selber Aufklärer. Ziehe ich wieder ab. Ist ein bisschen viel hin und her gefahren, hin und her gegurke. Ich sehe das selber, sorry. Ich weiß es auch gerade, keine perfekte Lösung. 1, 2, 3, 4, können auf die Artillerie schießen. Was haben wir da noch übrig? Die U-Boote, die auf Minen schießen können. Das ist Quatsch. Die wollen wir nicht bewegen, wollen wir nicht bewegen. Das Landungsschiff mit einem Char B1 könnte man direkt vor dem Ding hier parken. Die Frage ist nur, wie gut sind da seine Chancen zu überleben? Puh, das werden wir gleich wissen. Rundenende. Da kommen noch mehr Panzer. Aber der stellt sich mitten ins Gebirge rein. Das ist schon ziemlich mutig von ihm. Oder man könnte auch sagen, dumm. Bunker greift den Panzer nicht an. Das ist gut. Garnisonstruppe wehrt sich natürlich gegen die bevorstehende Landung, logisch. Ja, und dann sind wir in Runde 5 gelandet. Alles klar, es ist bewölktes Wetter, nicht perfekt, aber was soll's. Und noch immer können wir nicht von einer erfolgreichen Landung sprechen. Die paar Einheiten hier oben halten sich noch lange nicht. Und an allen anderen Küsten ist noch gar nichts passiert. Wir haben noch keine Truppen nah genug rankriegen können. Wir machen jetzt erstmal das Minenfeld hier weg. Damit überhaupt irgendein Verband, wie gesagt, sich anlanden kann. Tauchen auch schon die ersten oder die weiteren Minen auf. Vielleicht das Flak-Regiment oder das Artillerieregiment. Lassen wir die Flak. Artillerieregiment, Jägerregiment hier oben hin. Und alle Unterstützer dann dahinter. So. So. Wo ist unser schnelles Minenräumschiffchen? Erstmal führen wir die schön im Bogen. Immer schön der Artillerie des Feindes ausweichend. 5 schon. Mann, Mann, Mann. Ich nehme mal an, das ist genauso beabsichtigt. Das soll so hart sein. Und wenn das so sein soll, dann ist es gut gelungen. Tja, was können wir hier im Süden noch machen? Wir können mit unseren U-Booten weiter scouten. Die kommen ja nicht wirklich durch. Zerstörer weiter scouten. Eigentlich sollen die das nur ein bisschen abfangen hier drüben. Wenn hier irgendwo Feindschiffe sind, soll die das ein bisschen auffallen. Ich nehme wie gesagt an, dass hier in dem Gebiet die französische Flotte lauert. Oder italienische Flotte. Und oben die französische. Na, wie auch immer.
auf jeden Fall eine Feindflotte lauert. Da bin ich relativ überzeugt davon. Vor dem muss man uns halt in Acht nehmen. Tja, hier unten haben wir ja die Flak zerstört. Also können wir jetzt lustig mit unseren Flugzeugen seine Panzer jagen. Weil mit den Panzern bekommen wir es ja so oder so zu tun. Entweder greifen wir die jetzt an oder später, das ist völlig egal. Wir müssen uns mit denen sowieso beschäftigen, weil das ist mobile, das sind mobile Einsatzkräfte. Und die mobilen Einsatzkräfte, ihr kennt ja meine Meinung, müssen immer zuerst weg. Wenn möglich. Genau, hier haben wir noch Aufklärer. Auch noch ordentlich eine mitbekommen. Nehmen gleich der nächste Aufklärer. Jetzt gucken wir mal, der muss auftanken gehen, ganz dringend. Was können wir hier noch machen? Ein bisschen strategisches Bombardement. Sieht nicht nach viel aus, unterdrückt aber definitiv die Fähigkeit des Feindes. Fliegen wir hier hin mit der Donier. Gönnen der mal ein bisschen Jagdschutz. Mit ihm hier. Muss mal auftanken. Auch hier wieder strategischer Bomber, fantastisch. So. So, Nebelwerfer mal so richtig reinhalten. Das gefällt mir gut. Von Terminfeldern. Kennt die Prozedur. Jetzt haben wir hier eine Infanterieeinheit, eine 8er, eine 10er. Ich lande die jetzt hier für die nächste schon weiter. Die U-Boote sind wirklich fantastische Scouts. So, Truppe landen. Zerstöre sie mal ab. Wir machen dasselbe. Gelten ja auch als Artillerie. Und wir greifen jetzt mal hier an. Was haben wir hier noch? Noch mehr Truppen, die wir an den Strand bringen möchten. Ja, es wäre natürlich nett, wenn wir nochmal hier auf das Ding feuern könnten mit irgendwas. Haben wir noch ein Flugzeug übrig? Noch ein bisschen was haben wir noch. Wir haben noch einen Jäger, und noch einen Jäger. Na gut, ein Jäger ist besser als nichts. Jetzt gucken wir doch mal, was passiert. Nicht so viel, also noch ein Artillerieschlag. Das hat uns noch nicht überzeugt, oder? Hier noch ein Artillerieschlag. Noch ein Artillerieschlag. Wir kriegen es aber nicht kaputt. Schade. So, was die Truppen betrifft, den versetzen wir in den Artilleriemodus. Das hat ja super funktioniert. Nee. Stellt euch mal hier hin. Dann bringen wir die Pack hier ins Spiel. 48. Machen wir das wirklich? Machen wir hier seine Artillerie. Die Truppe nach vorne. Genau, die kann sich auch wieder zurückziehen. Das dachte ich nämlich. So. Den hier hin. Das hat ja schon mal super funktioniert. Und wir landen jetzt Aufklärer oder Gradschützen. Wir landen die Gradschützen. So, dann unterdrücken wir mal das Feuer hier drüben. Mit dem Raketenwerfer.
wird nicht besser. Es wird nicht besser mit den Minenfeldern, im Gegenteil. Ach Manu, das ist doch alles öde. Okay. Mal sehen, ob das was bringt. 1 zu 2. Natürlich zurück, das ist das Problemchen. Wir bleiben da jetzt so stehen. Greifen Sie den beweglichen Verband an. Ziehen die Artillerie ein bisschen nach. Tief nach. Kann natürlich jetzt hier blöd ausgehen für die Flak, aber. Ist natürlich auch die perfekte Waffe, um genau diese Bunker kaputt zu machen. Ist wie gemacht, also wie gebaut dafür. Ideal sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken, fehlt uns noch irgendwas? Den Schiffen könnte man noch ein bisschen rumspielen. Linie haben wir noch. Ihn werde ich jetzt nach Süden führen. Hat irgend ein bisschen, also ein bisschen Fernkampfschlagkraft brauche ich auch hier unten. Die beiden unterstützen hier. Die beiden fahren mit runter, weil der Rest sind nur Zerstörer und U-Boote. Mit denen kann ich ja an Land jetzt nicht so viel anfangen. Wir haben noch einen Jäger übrig. Könnten wir noch rumspielen. Könnten hier nochmal angreifen. Könnten hier zuschlagen. Das kann man leider nicht kaputt machen. Greifen wir mal den Panzer an. Und dann sind wir aber auch, glaube ich, durch. Doch, doch. Hier sind wir durch. Rundenende. Aha. Jetzt sind die feindlichen Schiffe zu sehen. Auch ebenfalls Schlachtschiff oder Schlachtkreuzer. Das haben wir so entdeckt. Das ist das Problem an den mobilen Einheiten, was ich immer sage. Wenn der Gegner viele mobile Verbände hat, kann er uns natürlich auskontern, versuchen auszukontern. Wir halt nicht so richtig mitmachen. Jetzt setzen wir die Stadt. Das stört uns jetzt weniger. Das kriegen wir hin. Also die nächste Runde sollte man den oberen Teil von dieser Halbinsel um die Stadt Messina eigentlich einnehmen können. Unten wird es schon wieder blöd. Ja, die machen uns erneut die Strände dicht. Und wir können nicht so richtig landen, wie wir das vorhaben. Wo Feinde stehen, können wir uns nicht hinstellen. Also wir haben jetzt hier zwei Felder zum Aufstellen. Und wenn ich die irgendwie wegbewegen könnte, hätten wir drei Felder zum Aufstellen. Das ist es. Mehr nicht. Den versuche ich zu zerstören. Hier muss ich jetzt aufpassen. Der Flak wird nachgeführt. Hier drüben, wie gesagt, ist alles dicht. Hier ist gar kein Feld, wo man irgendwo landen könnte. Das hier sollten wir beseitigen können. Dann können wir mit dem Pulk Truppen hier nach Süden drücken. Auch mit denen sollten wir hier landen können. Eieiei. Also wer das natürlich sieht, die ersten Runden, wie ich mich hier ranquäle, durchquäle, für den wird es relativ easy sein, weil der wird wissen, aha, an der Stelle bringt es überhaupt Sinn, sich hinzubewegen und eine Landung zu versuchen. An der Stelle bringt es gar keinen Sinn. Wenn man natürlich das ganze blind spielt, so wie ich es immer mache, weiß man es nicht und muss einfach auch ein bisschen auf sein Glück vertrauen, dass es funktioniert. Gut, das ist der Stand zu Beginn von Runde 6. Es ist noch alles ineinander verschachtelt, das erkennt man einfach schön an den schwarzen und grünen Symbolen, die wir haben. Schwarz sind wir, grün ist der Feind. Und alles ist gerade hier oben schön ineinander verschachtelt. Also man könnte nicht sagen, es gibt eine durchgehende Front. Hier sind wir eingekesselt. Hier ist der Feind ein kleines bisschen eingekesselt. Oder auch wir, je nachdem, wie rum man das Ganze sehen will. Ja, ein interessantes Szenario, das uns eine Menge Freude und eine Menge graue Haare bescheren wird. Aber ich freue mich darauf, weiterzuspielen und hoffe, ihr bleibt dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.